Meine Firma. Eine Firma, die seit Jahren immer kleiner wurde. Plötzlich hatte mich die Reduzierungswelle auch erfasst. Überstürzt musste ich jenes zurücklassen, was mir immer wichtig war. Meine Arbeit. Arbeitssuche. Von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Die Zeit nagt am Gemüt, weckt angstvolle Erinnerungen. Erinnerungen an die letzten Jahre, an den Niedergang meiner Firma, die ohnmächtig herabfiel, bis auch ich betroffen war. Meine Firma. Aus der Sickingenstraße ist ihr Name heute verschwunden. Meine einstige Wirkungsstätte hat sich aufgelöst. Es ist nicht lange her, als hier noch beständige Arbeit meinen Lebensrhythmus bestimmte. Aus der großen Telefunken-Epoche in dieser Straße war am Ende nur noch die Sendertechnik übrig. Was sind die Gitterableitwiderstände? Jahrzehntelang hatten wir hier Fernseh- und Rundfunksender entwickelt und in Serie produziert. Doch immer ein bisschen Abstand war, ne? Allein von diesem großen Rundfunksender lieferten wir über 120 Stück von Berlin in die Welt. Meine Arbeit in der Senderentwicklung umgab mich mit stolzem Bewusstsein, denn die Senderentwicklung war die historische Wurzel von Telefunken, aus der sie einst zur Weltfirma aufwuchs. Meine Firma war maßgeblich am Aufbau des deutschen Rundfunk- und Fernsehsendernetzes beteiligt und lieferte komplette Sendestationen. Aber nicht nur das. Telefunken war stets auch Pionier in der Entwicklung neuer und richtungsweisender Sendertechnik. Eine Leistung der motivierten Mitarbeiter, von denen leider die meisten entlassen werden mussten. Endkontrolle in der Messkabine. Ein Spezialempfänger aus dem Kleingeräteprogramm. Vor Jahren schon musste seine Fertigung eingestellt werden. Auch Überwachungsanlagen für Sendestationen wurden nicht mehr gebaut. Bei dieser Konstruktion konnte ich noch mitwirken. Eine anspruchsvolle Arbeit, die mir heute sehr fehlt. Als ich bei Telefunken in Berlin meine Lehre antrat, war mein Vertrauen in die Weltfirma groß. Als Elektromechaniker erhielt ich meine erste Stelle in der Fertigung von Tonbandgeräten. Das Werk in der Schwedenstraße gibt es schon lange nicht mehr. An der damaligen Ingenieurschule Beuth konnte man abends Elektromaschinenbau studieren. 4 Jahre später hatte ich mein Examen und eine Anstellung im neuen Senderwerk in der Sickingenstraße. Als Konstrukteur wuchs ich in das spannende Fachgebiet von Telefunken hinein und Telefunken wurde für mich die Firma. Dieses Bewusstsein hatten auch viele meiner Kollegen. Einer davon ist Jürgen, ein begeisterter Senderentwickler. Forschen und entwickeln war stets sein Hobby. Aber das nicht allein. Jürgen ist auch ein Freund der Funkhistorik, in der Telefunken eine unübersehbare Stellung hat. Sein Sammlersinn ist in Ehre für das Alte begründet, dessen Säulen stets dem Fortschritt dienten. Telefunken Radio Nummer 10. Gebaut wurde das Radio 1926. Da hatte sich der junge Rundfunk schon die Welt erobert. Doch bis zu seiner Entstehung waren Jahrzehnte Funkgeschichte vergangen. Funkgeschichte, die in Europa ihren Ursprung hatte. England, 1897. Der Italiener Guglielmo Marconi, Erfinder der drahtlosen Funkentelegraphie, ließ diese in England patentieren und führte dort seine ersten Funkversuche der Öffentlichkeit vor. Eine Sensation, die großes Interesse auch beim deutschen Kaiser weckte. Ein Regierungsersuchen an Marconi, worin man die Verwertbarkeit seiner Erfindung für Deutschland zu ergründen wünschte, wurde positiv beantwortet. Von der Königlich-Technischen Hochschule Berlin schickte man den Physiker Professor Adolf Slaby nach England, der an Marconis Versuchen sogar teilnehmen durfte.
Marconi war unvorsichtig, denn mit der Preisgabe seiner Erkenntnisse glückten in Berlin plötzlich eigene Funkversuche, die Professor Slaby mit seinem Assistenten Graf von Arco durchführte. Ein Jahr später glückten auch die Funkversuche des Professors Ferdinand Braun, dem Erfinder der Braunschen Bildröhre. Träger für ihre Versuche fanden die Pioniere bei den Berliner Elektrokonzernen. Braun gründete mit Siemens und Halske eine Gesellschaft für Funktelegraphie. Das Funksystem Slaby-Arco wurde von der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft unterstützt. Während Marconi mit seinen Versuchen zügig vorankam, lieferten sich die Firmenbosse Wilhelm von Siemens und Emil Rathenau nur heftige Konkurrenzstreitigkeiten. Kaiser Wilhelm, der an einer militärischen Funknutzung interessiert war, drängte die beiden Streithähne dazu, ihre Funkabteilungen zusammenzulegen. Und er hatte Erfolg. Beide Elektrogiganten gründeten 1903 in Berlin ihre Gesellschaft für drahtlose Telegraphie. Eine Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft, deren Leitung Graf von Arco übernahm. Sein Funksystem taufte Arco auf den Namen Telefunken. Die Mieträume in der Kreuzberger Wesselstraße wurden bald zu klein. Eine Ecke weiter in der Lindenstraße bezog man größere und auch neue Mitarbeiter. Einer der neuen war Hans Bredow, der spätere Vater des Deutschen Rundfunks. Mit Umzug zum Tempelhofer Ufer wurden endlich die Großfunkversuche eingeleitet, die außerhalb Berlins ihren Anfang nahmen. Das spezielle Versuchsgelände hatte man bei der Stadt Nauen gefunden. In einem für die Wellenausbreitung günstigem Feuchtgebiet entstand auf einem Pachtgrundstück Telefunkens erste Großfunkanlage. Die Anlage wuchs bis 1920 zur größten Nachrichtenstation der Erde. Mit Ende des Zweiten Weltkriegs kam ihr Untergang. Übrig blieb nur das leere Stationsgebäude. Erst Jahre nach der Teilung Deutschlands begann Ostdeutschland auch hier mit seinem Nachrichtenfunk. Aber nicht nur das. Gleich nebenan entstand noch eine Sendestation für den Auslandsdienst Radio Berlin International, das Pendant zur Deutschen Welle. Die gut bewachten Anlagen waren nicht nur für uns Westberliner von Telefunken tabu. Doch dann kam die Wende. Ein Auftrag für Telefunken führte mich zum ersten Mal hierher. Inzwischen hatte die deutsche Wiedervereinigung erstaunliche Wandlungen hervorgebracht. Die Funkstation war der Deutschen Bundespost zugeordnet und das hier ausgestrahlte Programm, Radio Berlin International, durch jenes der Deutschen Welle abgelöst worden. Dazu kam noch die Halbierung der Funkmannschaft hier. Die Auftragssache führte mich damals mit dem Chefingenieur der Station zusammen. Klaus Krämer, der mit der Funktechnik hier jahrzehntelang verwachsen ist, zeigte mir seine Anlagen. Bei den häufigen Stromausfällen musste das eigene Elektrizitätswerk einspringen. Zwei russische Dieselgeneratoren lieferten eine Leistung von 8 Megawatt, die auch noch für die Stadt Nauen ausreichte. Das sogenannte Kurzwellenzentrum hatte 4 Sender mit zusammen 1,6 Megawatt Sendeleistung. Den ersten 500 Kilowatt Sender bezog man 1972 von der Schweizer Braun Boveri. 2 weitere Großsender wurden später aus der Sowjetunion bezogen. Die Kontrollzentrale. Von hier aus wurde die ganze Station überwacht. Ärger mit einem der russischen Sender. Seine Leistung ging immer mehr zurück. Für die Techniker nichts Neues. Die hätten damals lieber Telefunkensender gehabt. Vor der Wende ein leise gedachter Wunsch, der aus politischen und finanziellen Gründen nicht in Frage kam. Die russischen Sender mit einer störanfälligen Technik machten anfangs noch mehr Kummer. Schließlich hat man sie dann selbst umgebaut. Joachim war der Spezialist für diese Sender. Später hat er auch unsere Aufgabe hier betreut. Die Antennenanlage. Ein Gelände mit bis zu 170 Meter hohen Antennen.
Mit seinem Kurzwellenzentrum, welches erst 1982 vollendet wurde, war Nauen hinter Radio Moskau der zweitgrößte Sender des Ostblocks. Inzwischen ist die ganze Anlage verschrottet worden. Dazu gehörte auch ein vierter Sender, der sich abseits in diesem Gebäude befand. Mit ihm wurde das Kurzwellenzentrum 1964 gegründet. Der im Ostberliner Funkwerk entwickelte 100-Kilowatt-Sender tat hier mehr als 3 Jahrzehnte lang seinen Dienst. Das Schmuckstück, an dem die Funkerherzen hingen, musste später auch sterben. Aus Mangel an Bedarf. Übrig geblieben ist einzig seine Antenne. Eine einzigartige Konstruktion, deren dachförmige Antennenflächen drehbar und auch schwenkbar sind. Nach der Wende war sie der Grund meiner Arbeit hier. Unten steht die Drehantenne auf einem Rollenlager. An ihrem riesigen Drehkranz wird sie angetrieben. Und oben am Schwenkwerk sind die Antennenflächen befestigt. 1964 ging die moderne Antenne in Betrieb. Ihre Serienproduktion war geplant, wurde aber nie umgesetzt. Arbeiten an den Bremsaggregaten. Mit 2 Antriebsaggregaten aus dem Schwermaschinenbau wird die Antenne gedreht. ...1993 im Zuge der Rekonstruktionsarbeiten wurde die ganze Antenne nicht nur neu verkabelt, sondern erhielt auch eine neue Steueranlage, die wir bei Telefunken entwickelt hatten. Die interessante Aufgabe führte uns Telefunkener oft nach Nauen und das mit gemischten Gefühlen. Denn an diesem mystischen Ort, der lange für uns verboten war, stand einst die Wiege von Telefunken. Die historischen Spuren unserer Firma waren längst von diesem Neuen überschattet. Dem Neuen, an dem bereits die Zeit nagte. Mein letzter Aufstieg vor dem Probelauf. Ein Teil der Drehsteuerung befindet sich oben, der Hauptteil unten. Beim Klettern bekam ich jedes Mal Quarkbeine, trotz des neuen Sicherungssystems. Diese stabile Konstruktion, die ich oft bestaunen konnte, ist heute der einzige Zeuge aus der sozialistischen Funkepoche in Nauen. Am Rollenlager, auf dem die Antenne steht, musste ich noch ein Stück höher zu meiner Kabine unter dem gewaltigen Drehkranz. Neben einer Steuerung befindet sich in der Kabine auch die elektrische Drehkupplung. Ihre Schleifkontakte hatten mein spezielles Auge. Die Bremsaggregate waren inzwischen okay. Unten am Steuerschrank noch ein paar Einstellungen und dann war es soweit. Die Maschinenspezialisten besetzten die kritischen Antriebselemente. Und dann haben wir einfach eingeschaltet. Sanft liefen die Motoren an. Na, ruckelt hier vielleicht doch was? Aber nein, der 280-Tonnen-Koloss drehte sich ruhig zur gewünschten Position. Die Nauener waren zufrieden und wir waren zufrieden. Für Telefunken war diese kleine Aufgabe ihre erste seit gut 50 Jahren in Nauen. Für uns war sie Hoffnung auf Wiederkehr. Damals fiel mein Blick oft hinüber zum historischen Sendergebäude, welches verlassen dort in der Landschaft stand. Das Gebäude gehörte 1920 zur größten Funkstation der Erde. Die zahlreichen Antennenfundamente sind inzwischen entfernt worden. Die Station, die 1917 in Eigenregie meiner Firma entstand, gehörte zuerst der telefunkeneigenen Transradio-Gesellschaft und später der Deutschen Reichspost. Im Gebäude befand sich eine gigantische Maschinensendeanlage mit 400.000 Watt Antennenleistung. Es war die modernste seiner Zeit, mit der man den gesamten deutschen Telegrafieverkehr nach Übersee abwickelte.
Später hat man die Anlage erweitert und im Zweiten Weltkrieg militärisch genutzt. Nach Kriegsende kam ihr Untergang. Die gesamte Einrichtung wurde durch die Sowjetarmee demontiert und die Antennen vernichtet. Allein das Gebäude blieb übrig. Erst spät, nach der Teilung Deutschlands, begann hier wieder Funkleben. Mit Sendern aus dem Funkwerk Berlin-Köpenick wurde Nauen die Hochburg des ostdeutschen Nachrichtendienstes. Nach der Wende wurde alles verschrottet. Dort, wo das denkmalgeschützte Gebäude steht, begann Telefunken 1906 mit den ersten deutschen Großfunkversuchen. Die Anlage mit der 100 Meter hohen Antenne wurde in Eile errichtet. Gerade noch rechtzeitig, um den Teilnehmern der Internationalen Funkkonferenz Berlin auch die deutschen Funkerfolge zu demonstrieren. Die Funkanlage bestand aus dem Empfängertisch mit Morsegeräten, einem dampfangetriebenen Stromgenerator und dem sogenannten Knallfunkensender mit einer Fülle von Flaschenkondensatoren, die mit 100.000 Volt geladen wurden. Im Takt der Morsesignale entlud man die Kondensatoren an einer riesigen Funkenstrecke, an der die Antenne gekoppelt war. Und die strahlte 3.600 Kilometer weit. Doch bald war die Zeit des Knallfunkens vorbei. Meine Firma hatte den Tonfunkensender erfunden. Ein Sendersystem, mit dem sie damals das Seefunkmonopol der starken Marconi-Gesellschaft durchbrach. 10 deutsche Passagierdampfer wurden mit der neuen Telefunkentechnik ausgerüstet. Die deutlich bessere Funktechnik löste ein so hohes Kaufinteresse aus, dass Telefunken für das Seefunkgeschäft eine eigene Betriebsgesellschaft ins Leben rief. Ihr Gründer war Hans Bredow, ein Organisationstalent, der seiner Firma schnell Größe verschaffte. Bereits 1912 waren Telefunkenanlagen fast zur Hälfte am Weltfunkverkehr beteiligt. Hinzu kam das deutsche Weltfunknetz mit Großanlagen in den deutschen Kolonialgebieten und in Amerika, das 1914 in Betrieb ging. Pressevertreter führten in Nauen den ersten offiziellen Funkspruch mit Amerika. Ihre Station, die Telefunken zwischenzeitlich vergrößert hatte, war bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs Deutschlands einzige Nachrichtenverbindung zur Außenwelt. Schon 1913 hatte bei meiner Firma die Epoche der Röhrentelefoniesender begonnen. Doch erst mit der Erfindung ihrer Hochvakuumverstärkerröhre leitete Telefunken eine umfangreiche Entwicklung und Fertigung von Empfänger- und Senderöhren ein. Eine Voraussetzung für den geplanten Unterhaltungsrundfunk, den Hans Bredow in seiner neuen Funktion als Ministerialdirektor des Reichspostministeriums entscheidend vorantrieb. In nur wenigen Jahren entstand in Deutschland ein auf der Grundlagenforschung von Telefunken realisiertes Rundfunksendernetz. Mit Lieferung kompletter Sendeanlagen und Ausdehnung der Forschung und Entwicklung konnte meine Firma ihr Produktions- und Dienstleistungsprogramm erheblich steigern. Dazu sorgten ständig wachsende Hörerzahlen für einen hohen Absatz von Rundfunkempfängern, wovon besonders die Mutterfirmen Siemens und AEG als Produktionsbetriebe profitierten. Bereits 1929 begann die Deutsche Reichspost mit Fernsehversuchen, die sie in den Folgejahren am Berliner Funkturm durch regelmäßige Versuchssendungen ausdehnte. Hierfür hatte Telefunken einen leistungsstarken Fernsehsender entwickelt, mit dem 1935 der erste offizielle Fernsehfunk der Welt sein Programm aufnahm. Auf der Olympiade in Berlin bereits die erste Fernsehkamera von Telefunken. 1939 sollten die ausgereiften Privatfernseher in Großserie gehen.